Hallo Moma Freunde, herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Ich bin wie immer das Steven, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter. Heute möchten wir uns mit der weiteren Ausgestaltung des Festplatzes beschäftigen. Zumindest am Anfang. Dann ist mir aufgefallen, dass ich erstmal die Gleise fertig verlegen muss, damit genug Abstand und so weiter und so fort. Das erkläre ich euch dann alles nochmal in Ruhe. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Ganz zu Beginn hatte ich es ja schon angekündigt, dass ich gerne am Festplatz weitermachen möchte. Das ist jetzt der nächste Schritt sozusagen. Dabei gibt es aber ein Problem. Ich habe jetzt mal genau nachgemessen, Bahnhofgröße, wie muss er sein, damit die Züge reinpassen. Fünfteilig, also eine Lok und vier Wagen, beziehungsweise eine Lok und fünf Wagen. Und ich bin jetzt auf 91 cm gekommen. Also ich messe jetzt gerade nochmal hier. Genau, eine Lok und fünf Wagen, so wie es in echt auch ist. Da bin ich auf 91 cm gekommen. Jetzt habe ich das Ganze einmal vorbereitet. Das zeige ich euch kurz. Das sieht dann jetzt genau so aus. Jetzt wollte ich nochmal kurz rüber her. Das sieht genau so aus. Ich fange mal schnell ein Maßband her. Und hier vorne ist dann sozusagen das letzte Modul. Das endet hier. Na, hier steht der Kolo. Und da sind noch so 5 cm, da endet das Modul. Und bis hierhin, also eigentlich bis dort vor, hatte ich die Strecke schon verlegt. Hier habe ich jetzt weiter verlegt. Entschuldigung. Und jetzt müssen natürlich aber noch 90 cm Strecke rumkommen. Für den Bahnhofsbereich im Gerade. Das heißt, ich habe hier meinen Zollstock und dann mein Maßband. Gleich mal die Perspektive gewechselt. Und hier habe ich jetzt eine Standardweiche von Tillig. Das ist jetzt eine Weiche links. Die muss natürlich auch noch hier vorne rein. Denn sieht man jetzt hier die Abschlusskante? So sieht man sie. Ja. Denn hier ist die Anlage zu Ende. Und da brauche ich auch wieder eine Wendemöglichkeit, wie auf der anderen Seite schon. Kleiner, aber ich brauche trotzdem eine. Ich habe jetzt einfach mal den längsten Wagen genommen. Das ist der Packwagen von PMT. Das ist der längste Wagen, den ich habe in meinem Fuhrpark. Und den lege ich jetzt hier an. Denn hier muss sozusagen genug Platz sein, dass die Lok hier stehen kann. Prellbock muss auch noch dazu. Da wäre ich allerdings wahrscheinlich nicht mehr die von Eri, weiß ich noch nie genau. Oder ich gucke mal, ob sie mittlerweile andere haben. Die sehen zwar optisch gut aus, aber gut, jetzt mit den Gleisen müsste es besser passen. Es ist dasselbe. Lasst euch da überraschen, ich weiß es gerade selber noch nicht. Jetzt muss ich natürlich schauen, wie viel Abstand brauche ich, um das hier herzurichten, sodass es passt. Jetzt gehe ich mir mal noch einen Stift und wir gehen mal in die Draufsicht. Also zeichne mir das jetzt auch hier grob an, muss ich ganz ehrlich so gestehen. Ich habe jetzt zwar schon Linien gemacht, das war so meine grobe Idee, aber das haut natürlich vorne und hinten nicht so richtig hin. So hier müsste jetzt bis hierhin das Gleis gehen.
Ich mache mit Absicht die Linien ein bisschen dicker, damit ich das noch auseinanderhalten kann. Ich habe jetzt hier zwar schon mal probiert gehabt, seht ihr, hier sind schon ein paar Linien weg und wieder hingekommen. So. Dann verlegen wir das eben mal gerade vielleicht noch, das wäre nicht schlecht. So, ist okay. So, das hier ist weiche. Bis hier. Das ist jetzt eine Weiche rechts. Markieren wir uns. Dann brauchen wir natürlich jetzt das Gegenstück dazu. Auch wieder mit einer Weiche rechts muss man das machen. Und jetzt haben wir schon das erste, wo wir aufpassen müssen. Abstand von den Gleisen. So, ich habe jetzt hier ungefähr die Mitte genommen gehabt. Und wenn ich jetzt mal schaue, von hier zu hier, das sind dann. Zentimeter. Viel habe ich hier drüben. Müssten ungefähr so viel sein. Ja. Also so würde es theoretisch schon ausreichen, wenn man Weiche an Weiche legt. Jetzt bin ich mir aber auch teilweise noch nicht sicher, wie ich das mit dem Plan mache. Mit dem Gleisplan. Das ist jetzt wie gesagt hier nur immer Probe. Ja, genau. Und hier auch. Und das kann weg. Ich hatte jetzt zwar hier so klassisch einmal dieses doppelte Abstellgleis gewählt, aber irgendwie ist das ein bisschen langweilig, muss ich ja auch dazu sagen, ne? Jetzt habe ich geguckt gestern, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Man könnte es machen wie in Jöhstadt. Wo dann hier habe ich auch schon mal angezeichnet gehabt, wo dann der Bahnsteig schräg verläuft, sozusagen hier das Gebäude hinkommt, der Bahnsteig aber nach hinten noch deutlich weiter ist, ist wiederum das Problem, wo soll ich denn dann hier hinten die Züge wenden oder umsetzen, dass ich hinter kann. Deswegen ist diese Alternative mit dem sehr, sehr lang gezogenen Bahnsteig gar nicht schlecht. Eine Möglichkeit würde es noch geben, dass man hier hinten in die Kurve geht. Wäre auch eine Variante. Dazu brauche ich bitte wirklich gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Denn hier hinten, das wird wirklich ganz zum Schluss dann, ist ja klar, Gleisplan wird wohl wahrscheinlich in den nächsten 3, 4 Folgen jetzt sehr viel mit Gleisplan und Weichenelektronik und so ein Zeug kommen. Denn Ausgestaltung vom Festplatz ist jetzt gerade wirklich einfach nicht passend. Weil ich nicht weiß, wie viel Platz habe ich noch nach hinten. Moment, ich zeige euch das gerade nochmal. Denn das hier, diese Weiche, die ich jetzt hier schon habe, hin muss, steht fest. Oh. Boah. Denn das hier, diese Weiche hin muss, das steht fest. Sonst haut es wirklich überhaupt gar nicht hin mit den Gleislingen. Ich habe hier, wie gesagt, diese 90 cm, die habe ich euch nochmal. Das ist fast ein komplettes Modul, was nur Bahn. Steig ist, damit die Züge in der meiner persönlich vorgegebenen Länge Größe reinpassen. Deswegen muss ich leider hier vorne schon anfangen, die Gleise aufzusplitten, damit dann irgendein Gleisbild vom Bahnhof entsteht. Tillich, Elise, Weiche. Mein Gott. So, entschuldigt bitte, das waren die Mobberfreunde, die haben heute wieder heiße Diskussionen. Deswegen vibriert es ja ab und zu mal ein bisschen im Hintergrund. Bitte einfach nicht beachten. So, was brauchen wir jetzt für das Ganze? Wir brauchen auf jeden Fall einen Bohrer, denn Tillich Elite-Gleise haben keinen überirdischen Weichenantrieb. Das muss alles. Unterflur, also mit Unterflurantrieb. Ich habe nehme da den RS1, der SR1, irgendwie so. Ne, TM1, PM1, ach. Das kommt in der Extra-Folge nochmal. Weichenantriebe und die Steuerung für die Weichen dann.
Da muss ich mir nämlich sowas wie ein Schaltpult bauen. Und in dem gleichen Atemzug werde ich dann auch nochmal die Bahnübergangssteuerung bearbeiten. Mit Signalen etc. pp. Ich zeige euch das nochmal kurz hier. Die Weiche ist dann jetzt mit der Artikelnummer 85, was, wo haben wir sie hier? 638. Weiche links, HNOE 12,8 cm. Gibt es eine schöne Bedienungsanleitung dazu? Habe ich persönlich nicht durchgesehen, aber hier hinten ist eine ganz wichtige Zeichnung drauf. Das ist die Bestückung für Unterflurantrieb und Herzstückpolarisierung. Ganz wichtig. Ich denke mal, hier ist jetzt der Ventillicht verbaut. Ja. Allerdings möchte ich das nicht so machen. Ich nehme, wie gesagt, diesen TM1, PM1, was auch immer, zeige ich euch dann separat. Da wird es auch mal ein schönes Erklärwehr-Video dann dazu geben, wo wirklich viel gelabert ist, so jetzt. Wir bohren jetzt erstmal nur das Loch vor, um einfach schon mal eine grobe Vorgabe zu haben, wie soll was sein. Das mache ich kurz, das ist ein bisschen laut, bis gleich. Man kann es jetzt schlecht erkennen, ich gehe noch mal ein Stück ran. So, da hinten. Dort habe ich jetzt ein Loch gebohrt hier. Es sind 4 mm, 5 mm, irgendwie so. Und man braucht an sich kein großes Loch, wenn man jetzt hier mal so reinschaut. Ups. Na komm, mal scharf, Bruder. Jetzt. Es ist nicht viel, was sich hier bewegt. Man kann das natürlich einmal kontrollieren. Also getroffen habe ich auf jeden Fall schon mal, aber ich denke, das Loch, das kann bald sogar noch ein Stück größer. Gut, na, deswegen machen wir das. Ich habe nämlich da auch überhaupt gar keine Erfahrung drin. Ich habe jetzt hier ein 7 mm Loch reingemacht. Wirkt natürlich jetzt hier ein bisschen groß, aber für Anfang lieber ein bisschen mehr Platz lassen. Ne? Muss man ja auch mal klar sagen, hier hinten in der Anleitung, hätte man vielleicht vorher auch mal lesen können, steht da Boni drin, was von hier für ein großes, größeres Loch bohren soll. Nee. Ja, wenn man hier in die Anleitung reinschaut, sieht man, hier ist auch ein riesen Loch drin. Von daher sollte das, denke ich, passen. Genau. Motorsteuerung, wie gesagt, dann andermal. Wie das alles so funktioniert, damit was dann, das machen wir dann alles, wenn es soweit ist. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Gleisplan weiter. Dazu muss ich mir erstmal kurz noch ein paar Gedanken machen und dann hole ich euch wieder ab. Ich habe mir jetzt einen groben Plan gemacht. Als erstes muss ich jetzt aber erstmal das Modul streichen. Denn so wie es jetzt da hier ist, ist es dann sehr verwirrend. Bis gleich. Ihr seht das jetzt im Zeitraffer. Ein paar Tage später, die Grundierung ist schon lange getrocknet. Ich habe auch schon angefangen, hier das Ganze zu verkabeln. Einmal kurz zur Erklärung, soweit waren wir das letzte Mal. Dann habe ich hier mit dem Reststücken Flexgleis, die ich noch hatte, habe ich einmal angefangen, das Gleis sozusagen aufzuspalten. Und dann habe ich neue Flexgleise gekauft, da seht ihr den Rest hier hinten noch drin. Da habe ich jetzt angefangen, das Ganze bis hier vorzuziehen, dass hier dann die nächste Weiche reinkommen kann. Zur Verkabelung von der Weiche gibt es, wie gesagt, extra noch mal was. Ansonsten wichtig natürlich die Modulunterbrechung. Hier muss ich sie noch machen. Das mache ich aber erst zum Schluss dann, weil ich noch nicht weiß, wie ich das hier unterfütter. Hier drüben ging es, hier wird es schon ein bisschen komplizierter. Weil irgendwie hat man trotz der gleichen Platte immer doch irgendwie Unebenheiten drin, die man dann ausgleichen muss. Ist halt nie CNC gefräst, ne? Das muss man dazu sagen, ist halt selber gebaut. Da hat man dann diese Probleme auch noch. Hier ist noch ein Rangiersignal dazu gekommen, leider auf der linken Seite, weil rechts habe ich probiert, geht leider nie, kein Platz dazu. Muss ich dann auch noch irgendwann mal wieder zuspachteln, das Zeug.
Also mit Kleber und Schotter oder mit Kleber und Wiese, irgendwie sowas. Da findet sich auf jeden Fall was. Und ansonsten hole ich euch jetzt nochmal im Bahnhof, damit ihr euch auch ungefähr vorstellen könnt, wie das Ganze aussieht. Ich würde sagen, da ich das hier die Bekohlung noch an die Seite muss, würde ich den Bahnhof einfach mal so rum aufbauen. So. Jetzt ist natürlich hier noch das auf der anderen Seite auch. Soll aber eigentlich egal sein. Das wird nicht genutzt und fertig. Ne, ganz klar. Sicherlich könnte man jetzt hier noch ein bisschen Gleis andeuten, dass da mal mehr Gleise gelegen haben. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Könnte ich ja tatsächlich eigentlich mal probieren. Na, ich habe ja noch Schwellenreste. Mit denen könnte man das tatsächlich mal machen. Das ist eine sehr gute Idee. Das werde ich mir dann gleich mal notieren. Kleine Planänderung. Bahnhof ist jetzt doch auf die Seite gekommen. Ist für mich so rum attraktiver. Denn hier hat man, also hier kommt der flach, ist demnächst dann das Thema. Und da könnte hier, ist dann so ein großer Platz und da können auch gleich die LKWs noch halten, wo gelagert wird und dann abtransportiert, so wie es früher mal gewesen sein sollte. Deswegen jetzt einfach aus logistischen Gründen so rum. So sieht das Ganze dann aus der Zuschauerperspektive aus, oder zumindest ein Stück von der Zuschauerperspektive, wenn man jetzt einfach vor der Anlage steht. Finde ich, so sieht das sehr, 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 sehr gut aus. Und ich finde auch das mit den Rundungen sehr schön gelungen. Meine Meinung. Hier geht es dann noch weiter mit einer Weiche, wie gesagt, und ein Stück Abstellung, dass die Loks wenden können. Und in der Theorie geht es ja dann hier unten. Moment. Ups. Hier geht es ja dann theoretisch noch weiter. Das ist dann aber eher was fürs nächste Jahr. Oder eventuell kommt hier nochmal ein kleines Stück Anbau. Ein Stück Platz habe ich noch. Wird natürlich ein sehr, sehr unförmiges Modul. Einfach nochmal ein Stück Kurve und eine Weiche, dass man nochmal zurücksetzen kann. Lokschuppen oder so. Irgendwie sowas in der Art. Denn für den Platz hier vorn habe ich auch noch nichts geplant. Das ist jetzt erstmal das grobe Konzept. Wie es da mit der Ausgestaltung weitergeht, seht ihr aber dann wieder in der nächsten Folge. Denn jetzt haben wir Freitag, Montag fahre ich in Urlaub. Ich kann weder was besorgen, noch. Wir haben Samstag Mittag übrigens, Entschuldigung, nie Freitag. Ich kann weder noch was kaufen gehen, um hier weiterzubauen. Und ich habe auch leider keine Zeit mehr dazu. Es müssen noch Koffer gepackt werden, das Auto muss gepackt werden, das Auto muss nochmal aufgeräumt werden, dass man überhaupt Koffer reinstellen kann. Von daher, ihr seht ja noch ein paar andere Videos, auch Gebäudevorstellungen, Zugvorstellungen etc. Liegt einfach wirklich daran, dass ich jetzt im Urlaub bin und da ja keine Zeit habe dafür. Ne? Ist ja klar. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut, euer Steven und bis bald.